und ein weiteres Rocket League Match. Ranked Solo Standard. Ich bin Level 39. Was für ein Ranked Rang habe ich? Habe ich keine Ahnung. So ein mittelschlechter. Aber es ist mir eigentlich auch völlig wurscht. Hauptsache, ich habe Spaß. Und den habe ich immer noch gewaltig mit Rocket League. Wir sind die ganzen Quitter in den normalen Spielen auf die Nerven gegangen. Deswegen bin ich jetzt in die Ranked-Spiele gegangen. Irgendwie ist es da schlimmer geworden, als es noch war am Anfang. Irgendwie jeder Angst hatte zu verlieren. Ich habe keine Ahnung warum. Dabei hat es mir eigentlich immer Spaß gemacht, zu versuchen, die Spiele noch rumzureißen. In den Nicht-Ranked-Matchen. Wobei natürlich im Hintergrund trotzdem der Rang gerechnet wurde, und das war vielleicht das Problem. Oh. Fuck, wo habe ich zu spät reagiert? Und auf jeden Fall ist es halt im Ranked-Spiel deutlich angenehmer. Keine Bots. Keine Idioten, die nach dem ersten Tor schon mal sagen, tschüss, ich geh jetzt. Was dem Spiel ja dann auch nicht hilft, weil mit den ständigen Typen, die sich verabschiedet haben, dann hat man wieder einen Bot gehabt, mit dem man sich rumärgern musste. Dann ist der wieder gegen neuen Spieler ausgetauscht worden. Der ist dann oft sofort wieder aus dem Spiel raus, wenn er gesehen hat, dass er im Rückstand lag. Das war total nervig. Und irgendwie hatte ich das am Anfang nicht so in Erinnerung, und dann hatte ich zwischenzeitlich das Spiel deinstalliert. Und als ich dann zurückgekommen bin, das ist fürchterlich. Liegen 1-0 hinten, das nervt mich schon. Und klar werden hier auch Spiele aufgegeben, aber wir müssen alle drei einer Meinung sein. Sonst kann man das Spiel nicht einfach so verlassen. Gut, ich zwinge dann auch meine Mitspieler nicht in den Rückstand von 3 oder 4-0 auszuspielen. Ach Gott. Na schade, wenn du jetzt da gewesen wärst. Haben wir beide geschafft. Ich bin irgendwie der schlechteste Spieler hier. Ich
der Einzige bin, der noch kein Tor geschossen hat. Wow. Der war richtig schön. Und ich habe noch einen Assist gekriegt. Wofür auch immer. Sehr schön. Da freue ich mich drüber. Immerhin. Aber der Monty hat schon 670 Punkte. Und ich habe nur 150, beziehungsweise jetzt 160. Oh Gott. Das war wieder so eine Meisterleistung von mir. Oh Gott. Rein habe ich es von dem Winkel her nicht geschafft. Fuck, ich hätte doch gleich versuchen sollen wegzu. Schießen, ich habe irgendwie befürchtet, ich schieße erst recht ins Tor. Sorry. Jawohl, Spiel gewonnen, sehr schön. So, sind wir wieder bereit? Mit denen habe ich alle noch nicht gespielt. Ist schon witzig, weil manche wollte. Der Ultimation Star Hunter, der kommt mir irgendwie bekannt vor. El Kronko, keine Ahnung. Oh, was hab ich? Nee, mein Pink sieht eigentlich ganz okay aus. Den haben sie doch jetzt selber reingedonnert. Fucking useless team. Ja, ja, der ihn reingeschossen hat, der schreibt fucking useless team. Das ist ja mal wieder brillant. Gib nur den anderen die Schuld. Beim 1-0, weißt du? Wer hat den darüber geschossen? Der Ultimations. Genau. Super Pass. Und der schreibt fucking useless. Ach, ist das nicht herrlich.
Oh Gott. Den habe ich gemacht und dann schießt der auch noch rein. Oh nein. Wir sind ja echt die... Oh, das sieht gut aus. Oh, schade. Oh, der war schön drin. So, ich bin wieder der Letzte, 120 Punkte. Das interessiert mich schon. Aber eigentlich will man schon immer der MVP sein, auch wenn ich das sehr selten bin. Oder zumindest... Was ist mit dir los? Oh Gott, schlecht. Interessieren ist eigentlich Ultimations, ist nicht mehr der schlechteste Spieler im Team. Oh, das war ein Safe. Oh nein, aber wenn ich den getroffen hätte, wäre der... recht gut Richtung Tor gegangen. Oh, sag mal! Also ich mache immer noch die gleichen Anfängerfehler wie vor 120 Stunden. Schade. Jawohl. Ich glaube, das gewinnen wir. Bin mal gespannt, ob der Ultimations nachher noch schön über seinen ach so schlechten Teammates meckert. Eigentlich würde ich das ist natürlich auch nicht brillant. Wenn ein Teammitglied immer nur im Tor steht. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.